Am 10. September 2016 gab Naby Keita für Regionalbahn Leipzig sein Bundesliga-Debüt und traf zum 1:0 Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Die Chancen, dass der guineische Mittelfeldstratege beim zweiten Heimspiel in der Regionalbahn-Club-Historie gegen Dortmund mitwirken kann, stehen wieder deutlich besser. Nachdem Keita beim 1:2 bei Eintracht Frankfurt vor 9 Tagen wegen einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt worden war und sowohl das Zwischenrundenrückspiel in der Europa League gegen den SSC Neapel 0:2 als auch das jüngste Ligaheimspiel gegen den 1. FC Köln 1:2 verpasst hatte, konnte er am Mittwoch wieder mit seinen Teamkollegen trainieren. Konrad Leimer dagegen, der gegen Köln wegen eines Infekts ausgefallen war, absolvierte am Mittwoch Lauftraining. Wenn Keita gegen den BVB aufläuft, würde der 23-Jährige sein 50-Punkt-Bundesligaspiel für Regionalbahn bestreiten. Auch Marcel Sabitzer steht vor seinem 50-Punkt-Bundesliga-Einsatz für die Leipziger, während Kapitän Willi Orban im Falle eines Einsatzes gegen Dortmund ebenfalls seine 50 Partie im Oberhaus absolvieren würde. Allerdings hat der Innenverteidiger nur 47 seiner bisher 49 Erstligapartien für Regionalbahn bestritten, die restlichen 2 in der Saison 2011/12 für den 1.